Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Yes, You Can. Yes, You Can ist eine Podcast-Serie des Rhetorikforums am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Mein Name ist Nikos Andreadis und ich bin Lehrbeauftragter am Seminar für Allgemeine Rhetorik. Ich freue mich sehr, heute jemanden bei uns zu begrüßen, die eine sehr interessante Biografie aufweist. Sie ist Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Weltethos-Institut in Tübingen. Ihr Name? Anna Tomfey. Mehr verrate ich nicht, das wird sie uns auch gleich selbst sagen, außer natürlich hat sie irgendwann mal auch Rhetorik studiert. Das ist ja die Basis, der Grund, warum wir unsere Gäste hier zu uns bitten. Anna Tomfey, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu sein. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Frau Tomfey, Sie haben Rhetorik studiert. Das wiederum ist jetzt nicht die weltbewegende Neuigkeit, sondern dass Sie heute, seit 2017 übrigens, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Weltethos-Institut sind. Können Sie uns kurz schildern, was dieses Weltethos-Institut überhaupt macht? Ja, wusste ich als Rhetorikstudentin auch lange nicht, dass es hier ein Weltethos-Institut gibt. Es gibt es auch erst seit 2012 und wurde gegründet als An-Institut der Universität Tübingen mit Schwerpunkt Wirtschaftsethik, Wirtschafts- und Gesellschaftsethik. Also alle Fragen, die im Prinzip im Zeitalter der Globalität uns als Menschheit betreffen, hinsichtlich solcher Fragen wie, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie können wir nachhaltige Geschäftsmodelle prägen, welches Wirtschaftsdenken ist eines, das sozusagen auch kulturelle, generationale Nachhaltigkeitsfragen mit aufgreift. Und in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich miteinander in Vielfalt leben? Das sind Fragen, die wir hier am Weltethos-Institut behandeln. Und mein persönlicher Schwerpunkt ist da einer, der neben der ganz klassischen Arbeit, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit immer so mit sich bringt, also Fragen, also ich muss natürlich Webseiten pflegen, ich darf strategisch Kommunikation nach vorne denken, also kann auch Fragen von der Ausrichtung oder der Reputation mit begleiten, ich darf Plakate und Poster und Flyer und derartiges gestalten und natürlich auch die Kommunikation mit Presse und der Öffentlichkeit pflegen. Daneben kümmere ich mich auch um die Frage, wie kann eigentlich Unternehmenskommunikation so gestaltet werden, dass die fair, partizipativ, glaubwürdig und dann natürlich auch im besten Fall nachhaltig wirksam ist. Das sind Themen, die mich hier beschäftigen. Also, Sie betreiben ja ein Geschäft, das mit der Rhetorik direkt verbunden ist. Sie wollen ja Menschen überzeugen von irgendwas. So gesehen ist das nur konsequent gewesen, nach dem Studium beim Weltethos-Institut zu landen. Aber Sie sind ja nicht gleich dort gelandet. Genau. Kommen wir ein bisschen auf Ihr Studium zu sprechen zurück. Sie haben Rhetorik studiert und Soziologie, wenn ich das richtig recherchiert habe. Haben Sie während Ihres Studiums konkrete Berufspläne gehabt? Ja, tatsächlich hat mich immer, also das Soziologiestudium kam vor dem Rhetorikstudium. Ich wusste nichts von diesem Orchideenfach in Tübingen und habe zunächst Soziologie in Frankfurt und Psychologie in Frankfurt studiert und habe dann aber gemerkt, diese sprachphilosophischen Themen, die liegen mir mehr. Und dann hat man mir tatsächlich angeraten, nach Tübingen zu gehen. Und was im Studium für mich Schwerpunkte oder thematische Interessenspunkte waren, waren so Fragen von, wie wird eigentlich Identität, Alterität, wie wird eigentlich gesellschaftliche Wirklichkeit durch Sprache konstruiert und zwar auch erfolgreich konstruiert. Ja, das waren so Themen, die mich beschäftigt haben. Da hat mich auch interessiert, wie man Identitäten gegen Widerstände aufrechterhält, solche Strategien. Und diese Art der Themen haben mich eigentlich immer
denken lassen, dass ich mal ganz klassisch in so Politikberatung gehen werde. Also, dass ich sozusagen einzelne Politikerinnen und Politiker darin, also in persuasiven Strategien berate, und zwar ganzheitlich. Also nicht nur die Kommunikation betreffend, sondern auch wie so eine Art Seismograph für Themen, wie eine sensibilisatorische Hebamme für Krisenthemen, sowas in der Art. Das war eigentlich so so eine Art positiver Spin-Doktor, könnte man vielleicht denken, oder Coach. Und dann hat sich doch alles ganz anders ergeben. Ich habe Wie das so ist. genau andere Stationen dann erstmal abgearbeitet. Während des Studiums haben Sie aber schon diese Gedanken gehabt, Sie wollten in Richtung Politikberatung gehen. Was fanden Sie so faszinierend daran, dass Sie Menschen beibringen, wie sie die Sprache einsetzen sollen, wie sie eine andere Realität schaffen sollen? Was war das Ausschlaggebende? Also ich würde schon sagen, dass ich von der antiken Rhetorik her geprägt bin, also dem Ausgang der Rhetorik als einer sehr eng mit Demokratie zusammenhängenden Wissenschaft und Technik. Also die Frage, wie wir menschliche Geschicke, gesellschaftliche Strömungen oder auch das Zusammenleben so prägen, dass wir möglichst viele Menschen auch von den guten Dingen überzeugen können, das hat mich eigentlich immer beschäftigt. Ich glaube, wahrscheinlich auch biografisch immer beschäftigt, da mein großes Vorbild war immer Kofi Annan. Ich wollte immer eigentlich früher mal, also noch zu Schulzeiten, wollte ich gerne mal bei der UNO arbeiten. Und mein Ziel war eigentlich schon immer zu gucken, wie wir mit Hilfe von Rhetorik Mehrheiten zum Guten hin bewegen können. Ja, also ich würde schon finden, dass ich Rhetorik und Ethik und Rhetorik und Demokratie immer als ein Geschwisterpaar, ein notwendiges Zwillingspaar gesehen habe und schon auch so vermutlich das Studium sehr versucht habe zu prägen, also mit der Wahl meiner Studienfächer und aber auch mit Wahl von Seminaren, mit der Wahl von Hausarbeitsthemen, diesem Thema weiter nachzugehen. Also wie können wir ja, wie kann Rhetorik zum Guten genutzt werden? Denn die schwarze Seite oder die dunkle Seite der Rhetorik, die ist ja bekannt. Und ich dachte, das ist aber eben, also Rhetorik kann mehr als das. Das hören bestimmt einige Dozenten und Professoren des Seminars sehr gerne, was Sie uns gerade geschildert haben. UNO hat ihren Sitz nicht in Tübingen, sondern in New York oder in Wien. Das heißt, Sie sind trotzdem in Tübingen geblieben. Viele unserer Studenten und Studenten machen sich natürlich Gedanken, wo komme ich hin, wo gehe ich hin, was soll ich machen. Sie sind in Tübingen geblieben. War das für Sie von Anfang an klar, dass das so sein soll, oder war es purer Zufall? Also das war mir wirklich überhaupt nicht klar. Also ich komme eigentlich aus einer großen oder größeren Stadt zumindest. Ich komme aus München und als ich nach Tübingen gekommen bin, war ich schockiert. Also ich wähnte mich auf einmal aus dem Dorf. Für mich war das hier keine Stadt, sondern ein Dorf und ich habe gedacht, also gut, ich werde dieses Studium hier fertig machen und dann gehe ich natürlich sofort in die nächstgrößere Stadt. Damals dachte ich an Berlin, vielleicht an Hamburg. Ich habe nie gedacht, dass ich in Tübingen bleiben würde. Ich glaube schon, dass es was mit dem Studium zu tun hatte, aber auch mit der Atmosphäre, die Tübingen für mich bereithielt und von der ich auch glaube, dass sie immer noch da ist. Also ich habe es immer bezeichnet als ein Spielplatz für intellektuelle Erwachsene. Also die Möglichkeit, an jeder Ecke auch wirklich gute Gespräche zu führen, für Menschen, also Projekte zu gründen, MitstreiterInnen zu finden, die auch mitdenken wollen. So, das fand ich einen spannenden Ort. Ich habe das Studium sehr genossen, muss ich sagen. Also sowohl auch manchmal die schwierigen Fächer oder die schwierigen Themen. Es gab zum Beispiel mein Seminar zu Luhmann und Rhetorik. Auch das hätte ich eigentlich nie zusammen gedacht und hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht. Und ich habe Tübingen eigentlich als Studentin und auch als Erwachsene immer wieder als einen Ort kennengelernt oder liebe den Ort dafür, dass er offen, neugierig und anschlussfähig bleibt für gute Ideen.
Und insofern war es dann irgendwann gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass ich hier tatsächlich eine neue Heimat gefunden habe, eine intellektuelle Heimat, eine berufliche Heimat und jetzt auch eben mit Familie dann in Tübingen lebe. Ich frage deswegen auch mit einem Hintergedanken Weltethos-Institut. Das Wort Welt suggeriert nicht automatisch Tübingen als Zentrum dieser Welt, Ja. aber Sie sind natürlich dort irgendwann gelandet im Weltethos-Institut. Was hat Sie dorthin geführt und was haben Sie seitdem so erlebt, was für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer von Interesse sein könnte? Ja, also tatsächlich stimmt, dass Sie hatten ja gesagt, Tübingen ist nicht die UNO, aber wenn man die UNO sucht, wäre wahrscheinlich das Projekt Weltethos die nächste Möglichkeit Richtung UNO. Und zwar wissen viele jüngere Studierende gar nicht, dass vor einigen Jahren Kofi Annan, also der ehemalige Generalsekretär der UNO in Tübingen war und eben auch eine Weltethos-Rede gehalten hat. Also das Projekt Weltethos ist eben nicht nur oder das Projekt, vielleicht muss ich erstmal so anfangen zu sagen, dass das Projekt Weltethos eben anders als das Institut oder ähnlich wie das Institut die Frage nach dem Überleben der Menschheit und dem Miteinanderleben in Vielfalt stellt. Also die Frage ging aus von einem theologischen, interreligiösen Projekt aus, dann aber auch zu einem politischen Projekt, zu einem wirtschaftlichen Projekt hin. Mit Blick eben auf wirklich die Frage, wie können wir, welche ethischen Werte, welche Grundwerte brauchen wir, um trotz aller Unterschiede in Religion, in politischer Ansicht, in auch Generationen, trotz den Unterschieden, die die Geschlechter mit sich bringen, wie können wir trotzdem an den großen Fragen so zusammenbleiben, dass wir sie behandeln können? Welche Wertegrundlage ist dafür notwendig? Und das Projekt ist dann aus Grundlagenforschung herausgegangen und hat viele Anhängerinnen und Anhänger weltweit gefunden, unter anderem eben auch sehr namhafte Anhängerinnen und Anhänger, wie eben Kofi Annan, wie aber auch Tony Blair, wie Mary Robinson, Desmond Tutu, also wirklich große Namen, Friedens- und Nobelpreisträgerinnen, auch Literatur- und Nobelpreisträgerinnen, also viele WirtschaftsvertreterInnen. Hans Küng ist der Mann, der dieses Projekt begründet hat, ein Visionär, ein Theologe, ein Kirchenkritiker, der viele Themen, viele ethische Themen sozusagen ganz klar und auch rhetorisch brillant benennen konnte und dafür eben auch ein Weltpublikum gefunden hat und diese Menschen auch nach Tübingen gebracht hat. Das Und in heißt, meiner Karriere, ja, Tübingen strahlt tatsächlich weltweit nach außen seinen Geist und der ist auch bekannt. Also es ist nicht nur genau. ein frommer Wunsch der Tübingerinnen und Tübingern, sondern das ist tatsächlich so, dass diese Stadt auch über ihre Grenze hinaus bekannt geworden ist. Ja, genau, das kann man so sagen. Also es ist gar kein geringer Verdienst. Wie gesagt, es ging erstmal los als Projekt zwischen den Religionen. Also auf dem Weltparlament der Religion wurde vor bald 30 Jahren dann eben die Weltethos-Erklärung gefunden, weil man eben sagen, weil man eine Grundlage gebraucht hat, um eben inmitten religiöser Konflikte und auch in sich anbahnden zukünftigen religiösen Konflikten mal zu sagen, okay, wir sind unterschiedlich, wir glauben auch an Unterschiedliches, wir sind vielfältig, aber was ist eine Wertegrundlage? Was sind diejenigen Werte, die wir eigentlich alle unterstützen können und die uns auch in Zukunft als Grundlage dienen können, um die großen Themen zu bearbeiten. Und das war, also es sind immerhin die Werte Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Partnerschaftlichkeit der Geschlechter, also was man heute Gleichberechtigung nennen würde, dann aber auch noch Gewaltlosigkeit und letztlich wurde noch hinzugefügt, dass der Wert der ökologischen Verantwortung, weil das sind alles Ebenen, wo die Religionsgemeinschaften und eben auch ganz unterschiedliche Religionsgemeinschaften gesagt haben, ja klar, darauf können wir uns einigen. Was kein geringer, also das, und das ist von Tübingen ausgegangen, dieser Impuls, und in die Welt getragen worden. Und so ist für mich, ähnlich wie im Weltethos-Projekt auch verankert, Tübingen auch immer eine Stadt gewesen, in der man, also die kleine große Stadt der Weltverantwortung, wo man diese ganzen Themen, die letztlich uns als Menschheit umspannen, auch mal denken darf und eben Projekte oder Ideen entwickeln kann,
die nicht nur in Tübingen, sondern eben auch darüber hinaus Wirkung entfalten. Und da sehe ich die Rhetorik auch am richtigen Ort. Hans Küng war mit Walter Jens sehr eng befreundet, wurde von ihm auch rhetorisch unterwiesen. Und die beiden, was viele nicht wissen, liegen auch, haben sich ganz bewusst Gräber nebeneinander ausgesucht. Und genau, das ist also, geht Hand in Hand. Frau Tomfe, Sie sagten, dass Sie in dieser Richtung ja forschen, was für Werte könnten weltweit für uns alle eine gemeinsame Basis sein. Mein Verdacht ist, dass die Autokraten und Diktatoren dieser Welt von ihrer Wertevorstellung leider noch nichts mitbekommen haben. Das Vielleicht könnten stimmt. Sie denen ein paar Briefe schicken. Wer weiß, ob Sie die lesen, aber zumindest hätten Sie wenigstens die Chance, denen auch mal was beizubringen. Das nur am Klammer, als Klammer. Frau Tomfe, natürlich, jeder, der Rhetorik studiert, hat vielleicht Vorstellung, was er später machen will, aber vielleicht auch eben nicht und sagt, ja, das ist ein Studium, das öffnet einige Türen, aber es ist ganz bestimmt nicht eine vorgegebene Richtung. Also wenn jemand Medizin studiert, dann weiß er, was er später werden will, aber jemand, der Rhetorik studiert, der hat noch viele Wege unerforscht vor sich liegen. Was empfehlen Sie unseren Studentinnen und Studenten während des Studiums? Was sollen sie machen? Denn wie gesagt, es gibt niemanden, der vor der Tür steht und jemanden abholt und sagt, dich brauche ich. Was kann jemand also tun? Also ich denke, dass die Studium die Zeit dafür ist, in dem Fach, das man studiert, exzellent zu werden. Das Fach wirklich zu durchdringen, genug zu lesen, genug auch auszuprobieren, auch Praktisches auszuprobieren. Und das ist vielleicht der erste Appell, den ich geben würde, ist wirklich zu verstehen, man hat hier jetzt ein kurzes Zeitfenster und ich bin jetzt schon etwas älter. Und kann sagen, ja, das war eigentlich rückblickend ein kurzes Zeitfenster, auch wenn sich's im Studium so nicht anfühlt, indem man wirklich auch am eigenen Intellekt, an der Tiefe eines Themas arbeiten und es durchdringen darf. Das wäre also mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist, dass das Schöne an der Rhetorik ist, dass sie ja letztlich ubiquitär ist. Also wir finden ihr Anwendungsfeld überall, ja, also in jedem Gebiet gibt es die Frage danach, wie man dieses Gebiet bestmöglich wirkungsvoll, angemessen kommunizieren darf, sodass es eben auch Wirkung entfaltet. Das gilt für Unternehmen, das gilt für wissenschaftliche Themen. Also überall ist Rhetorik notwendig. Und aus dieser Ubiquität der Rhetorik ergibt sich, und da wäre genau vielleicht das noch, also der zweite Tipp wäre dann, das auch mal zu versuchen, also wirklich zu gucken, wenn man also dann das Fach der Rhetorik durchdrungen hat, auch mal ein bisschen auszuufern, mal die vielleicht in angrenzende Disziplinen ein bisschen sich umzuschauen, mehr zu lernen, ja, je nach Interesse sozusagen zu gucken, wie kann ich das anwenden? Was gibt es noch für Anknüpfungspunkte? Und der dritte Punkt ist dann, wenn man die ersten beiden Schritte gemacht hat, dann Selbstbewusstsein daraus zu ziehen, dass einen dieses Wissen, also diese Fähigkeit in jedem Thema das Überzeugende sehen und vermitteln zu können, das ist ein einzigartiger Skill. Und dieser Skill, den lernt man in der Rhetorik, den lernt man schon nicht mal so sehr in der Medienwissenschaft, weil die eben sehr auf die Praxis ausgerichtet ist und den theoretischen Unterbau nicht hat. Das heißt, aus meiner Sicht und auch aus meiner praktischen Erfahrung in Unternehmen und mit Unternehmen bringen Rhetorikerinnen und Rhetoriker immer eine strategische Kompetenz mit, die, wenn sie selbstbewusst genug und mit genug Wissen vorgetragen wird, immer auch Beratung für Führungskräfte ist, immer auch im Unternehmen eine kritische und konstruktive Stimme sein kann und die in allen Formen, also sei es Journalismus, Beratung, Unternehmenskommunikation, Selbstständigkeit, Agenturleben, also immer diese Form von strategischem Surplus mitbringt. Und ich finde, dieses Selbstbewusstsein, das darf man sich erarbeiten und dann damit auch auf den Markt gehen. Denn also das ist schon ein ziemlich tolles Fach. Sie machen ja tolle Werbung für das Fach. Das heißt letztendlich,
dass jemand, der dieses Fach studiert hat, sich nicht im Anschluss verstecken sollte oder es unterschlagen sollte, dass er oder sie dieses Fach studiert haben, sondern man sollte auch mit diesem Fach hausieren gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn es stattet sie mit Kompetenzen aus, die vielleicht woanders nicht so in der Form existieren. Haben Sie das auch so erlebt bei Ihren Bewerbungen? War das ein Pluspunkt? Haben die Personen, die Menschen, die Sie interviewt haben, auch gesagt, ja, Sie haben ja Rhetorik studiert, das ist ja ganz toll, oder haben Sie es einfach nur zur Kenntnis genommen? Gute Frage. Also es gibt diese journalistische Maxime oder überhaupt im Creative Writing diese Maxime, also oder die Strategie, Show, don't tell. Und an die habe ich mich schon immer versucht zu halten. Also ich finde, es ist eine Sache, sich gleich, also gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, ich habe Rhetorik studiert, ist vielleicht ein bisschen bold, dann muss man aber auch wirklich liefern, also wenn man das macht. Ich habe nicht, also natürlich meine Zeugnisse eingereicht und natürlich auch ausgewiesen, dass ich Rhetorik studiert habe. Aber ich glaube, ich habe vor allen Dingen einfach Techniken, rhetorische Techniken angewendet. Ich meine, eine Bewerbungssituation ist eine rhetorische Situation. Und sie rhetorisch zu strukturieren, ohne jetzt die ganze Zeit damit hausieren zu gehen, dass man das eben studiert hat, sondern ihnen zu zeigen, dass man das beherrscht, fände ich schon, glaube ich, sinnvoll. Da gab es auch, ich glaube, die gibt es auch immer noch, die Gesprächskompetenz, Präsentationskompetenz und ich glaube auch Schreibkompetenzseminare in der virtuellen Rhetorik, die immer auch so ein bisschen solche Trainings schon angeboten haben. Also man kann sich auf so eine Bewerbungssituation auch vorbereiten durchaus und die schon mal für sich da schon mal ein paar Widerstände erkennen, vielleicht auch ein paar Unsicherheiten bearbeiten. Ihr Seminar, Herr Andrea, das war auch immer gut. Reden, überzeugen, gewinnen, um auch einfach Aspekte des der Eindrucks, also wirklich, wie schafft man es, einen guten Eindruck von sich zu erzeugen, solche Techniken dann auch wirklich anzuwenden. Und dann, ja, finde ich schon, dass sich die Leute eigentlich immer interessiert haben für das Rhetorikstudium. Also die Tatsache, dass es nicht so bekannt ist und eben auch singulär in Deutschland in dieser Form, hat eigentlich immer auf Interesse oder ist immer auf Interesse gestoßen. Ich durfte mal mit dem Bundespräsidenten, der hat auch eine Weltethos-Rede gehalten und das Gespräch mit ihm im Anschluss an diese Rede habe ich dann geführt und er hat dann, wir hatten ein kurzes Gespräch vorneweg und das hat ihn also etwas nervös gemacht, dass ich, oder das war mein Eindruck jedenfalls, dass ich Rhetorik studiert habe und er wollte dann so wissen, ja, aber was wollen wir besprechen dann später? Und hat irgendwie ein bisschen versucht, hat gesagt, Sie sind ja hier die Expertin, Sie haben ja Rhetorik studiert, da weiß ich ja nicht, worauf ich mich einlasse. Und ich finde, es ist eigentlich immer auch ein guter Gesprächsanfang, zu sagen, das und das ist Rhetorik, denn alle verstehen irgendetwas darunter und zu sagen, ich habe Rhetorik studiert und das ist mehr als nur Ästhetik und Technik und Stilmittel, es ist auch ein geisteswissenschaftliches Studium, es ist eine der ältesten Disziplinen und Wissenschaften und Künste, die wir haben und es macht Spaß, das Wissen auch in der Moderne, in die Moderne zu übertragen und in breite Anwendungsfelder zu bringen. Also ich fasse zusammen, Frau Tomfe, wer mit dem Bundespräsidenten Smalltalk betreiben möchte, der sollte gefälligst Rhetorik studieren, denn dann sind Sie prädestiniert, in diese Richtung zu gehen. Frau Tomfe, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke, die Sie uns geboten haben und wünsche Ihnen natürlich alles Gute für Ihren weiteren beruflichen Weg und vielleicht haben wir nochmal das Vergnügen, Sie zu einem anderen, späteren Zeitpunkt nochmal hier zu begrüßen. Nochmals vielen Dank und alles Gute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank und alles Gute an die Studierenden.